Hallo Leute, ich bin der Max aus dem Team der Highscore Heroes und nicht Sascha, dem dieser Kanal, den ihr auf diesem Kanal wohl möglich gewöhnt seid. Wie ihr schon seht, ich werde mich heute in einem kurzen Video der Glaube Testfire Demo von Splatoon, dem neuen Spiel von Nintendo, einem Fun-Shooter widmen. Und ich hoffe, das Zeitfenster ist jetzt schon wieder offen. Ich habe ungefähr eine Stunde Zeit zu spielen. Das werde ich vermutlich nicht ganz ausnutzen. Ich werde euch einfach mal kurz das Spiel zeigen, die verschiedenen Waffen ein bisschen was erklären und zeigen, dass ich über null Skill verfüge. Ich denke, das könnte ganz lustig werden. Verbindung zum Internet. Was ist das denn? Wird hergestellt. Ja, es funktioniert schon. Und ich muss anscheinend nochmal alles machen. Ich bin ein Junge, ich bin relativ blass und ich habe grüne Augen. Ja, das gefällt mir so. Muss das Tutorial nochmal machen? Ja, muss ich. Okay. Okay. Sein Zeug ein echt cooler Tintenfisch werden. Squids. Genau. Wir spielen die Inklings. Das sind Tintenfischwesen, die bevorzugt sich prügeln um Territorien und die mit ihrer Tinte markieren und ganz dringend immer die neuesten Klamotten haben wollen. So wurde es zumindest in einem Video erklärt. Und das ist eigentlich schon mal ein ganz cooles Konzept, weil wir im Gegensatz zu normalen Shootern geht es hier nicht zwingend darum, den Gegner zu erledigen, sondern darum, möglichst viel Territorium mit dieser Farbe, die man halt verschießt, zu ja, markieren, einzudecken, zu bespritzen, wenn man das so möchte. Und dann kann man auch durch diese Farbe hindurchschwimmen. Das wird ja alles im Tutorial gerade erklärt, das weiß ich, aber ich denke, ich erzähle es trotzdem mal, da mir die Tutorial-Texte auf den Sack gehen und ich keinen Bock habe, sie vorzulesen. Genau. Die Sache ist, man hat halt einen bestimmten Vorrat an dieser Tinte und die kann man auffüllen, indem man in seiner eigenen Suppe wieder schwimmt. Was ich eigentlich als Konzept auch schon wieder ganz interessant finde. Man ist gleichzeitig versteckt und kann nachladen. Und wenn man hier schwimmt, kann man sogar an solchen Wänden hoch. Das funktioniert aber nicht überall. Es gibt Stellen, an die kann man nicht lang. Da tropft die Farbe halt einfach durch. Oder auch, ich kann das jetzt zum Beispiel ganz gut an dieser Treppe zeigen. Hier springt man dann so ein kleines Stück. Und beim letzten Mal habe ich dieses Tutorial hier... ich schaff's beim ersten Mal. Okay, beim letzten Mal habe ich ihn ganz oft verkackt. Das, was mich hier gerade ein bisschen stört, ist, dass... während des Tutorials kann ich die Steuerung nicht umstellen. Das ist relativ nervig, denn dadurch muss ich die ganze Zeit das Gamepad gerade drehen, um hier zu zielen. Und das nervt. Es nervt halt einfach total. Ich werde jetzt nicht alles eindecken, aber man kann halt mit der Farbe andere überdecken. Das wird dann nicht gemischt oder so. Das wird dann quasi einfach aufgehoben. So. Hier zeige ich jetzt mal meine Subweapon. Das ist im Moment so eine kleine Farbgranate. Ist nichts Besonderes. Ist halt alles relativ Standardrepertoire. Aber auch die Subweapons gehen auf die Grundmunition, also auf die Grundtinte. Was ich so auch noch nirgendwo gesehen habe, ist eine nette Idee, muss ich jetzt etwas sagen. Und ja, genug aufgewärmt, los geht's. Wir springen hier raus, mitten in das Global Testfire. Und genau, hier haben wir die verschiedenen Waffen, auf die ich gleich eingehe, nachdem ich diese verdammte Bewegungssteuerung ausgestellt habe. Okay, ja. Ich stelle die Empfindlichkeit, glaube ich, noch ein bisschen hoch. Das war letztes Mal ziemlich langsam. Ich habe das nämlich vorhin in einem der ersten Durchlauf, in dem zweiten Durchlauf schon gespielt. Die Demo ist nämlich nur heute am 9.5. insgesamt dreimal am Tag eine Stunde offen. Ich werde einfach einmal der Reihe nach gehen. Wir haben zwei Blaster oder Kleckser, wie sie ja so schön heißen. Wir haben einen Roller und wir haben einen Konzentrator, also eine Art Sniper. Hier haben wir eine Granate und ein Schild als Zusatz. Und ich möchte in einen Raum mit 8 Leuten geworfen werden. Ganz genau. Das passiert alles random. Und wenn man weiterspielt mit der gleichen Ausrüstung, die ich auch im Spiel nicht ändern kann, und das war gerade ungünstig,
die ich auch im Spiel nicht ändern kann, wird man einfach wieder mit anderen Leuten zusammengewürfelt. Manchmal mit den gleichen, aber nicht in der gleichen Konstellation. Das ist, sagen wir, ungünstig. Aber es gibt durchaus Schlimmeres. Und ich werde jetzt hier mit... Ah, nee, das sind doch nur zwei Japaner. Okay. Also das Chinesen? Nee, das müssten Japaner sein. Es ist wirklich, wie es auch heißt, Global Test Fire. Es sind wirklich alle möglich aus allen möglichen Ländern hier Leute drin. Man kann auch nicht mit den anderen kommunizieren. Das hat man bewusst rausgelassen. Was man jetzt davon halten soll, ist eine andere Frage. Und ja, wir legen einfach mal los. Das Schöne ist, das Spiel erklärt sich relativ von alleine. Wie gesagt, man deckt alles ein. Man braucht auch eigentlich keine großen Absprachen, aber es wäre schon... Ich glaube, wenn man das richtig mit Freunden spielen kann, was leider erst etwas später der Fall ist und nicht gleich zum Release, kann man da durchaus sehr, sehr viel Spaß mit haben. Ah, verdammt. Ach, und ja, wie man es natürlich gleich an mir als Beispiel gesehen hat, man stirbt verdammt schnell. Was ihr nicht seht, ich kann hier auf dem Gamepad einen meiner Kumpane auswählen und mich direkt zu ihm teleportieren nach dem Spawn. Und jetzt muss ich natürlich wieder versuchen, mir diese Bewegungssteuerung wieder aus dem Gedächtnis zu kriegen. Weil jetzt versuche ich natürlich, weil ich es gerade im Tutorial so gemacht habe, wieder ohne den Stick zu ziehen. Das ist suboptimal. Und ich bin schon wieder tot. Schande. Wie sagte man so schön über Dark Souls, das Sterben gehört zum Konzept. Und hier ist es auch ein bisschen so. Wenn man stirbt, verbreitet sich die Tinte des Gegners ein kleines wenig. Ein klein wenig. Um die Stelle, an der man getroffen wurde. Und ja, dadurch hat man natürlich einen Vorteil, denn erstmal der Gegner wird natürlich für ein paar Sekunden... aus dem Spiel genommen, kann dadurch nichts weiter eindecken und man hat noch einen kleinen Territorialvorteil. Wenn man übrigens in die Tinte eines anderen läuft, wird man hier so langsam, man kann nicht drinnen eintauchen, sich nicht verstecken, ist also insgesamt sehr ungünstig, man wird auch geschädigt, wenn man einfach nur durchläuft. Das heißt, ich glaube, man kann sogar sterben, wenn man das lang genug macht. Werde ich jetzt mal vermeiden, ist ungünstig. Erstmal nachladen und hier, das Gebiet wird jetzt einfach mal durch die Granate besprenkelt. Es klingt allgemein alles irgendwie komisch. Bemalt, grün eingefärbt. Eingefärbt ist, glaube ich, der unverfänglichste Ausdruck in diesem Fall. Das hier ist jetzt alles natürlich eine relativ standard, langweilige Waffe. Aber sie ist effektiv. Sie deckt ein großes Gebiet in kurzer Zeit ab und man kann, wenn man denn richtig zielt, auch ganz gut sich der Gegner erwehren. Vor allem den mit den Tintenrollern, wenn man nicht gerade von denen überrascht wird. Funktioniert das gegen die eigentlich ganz gut. Was auch schön ist, wenn sich hier jemand versteckt und wir sein Gebiet umfärben, hat das den kleinen Vorteil, dass er daraus sofort rauskommt, weil er sich nicht mehr verstecken kann und auch relativ oft einfach gleich instant stirbt. Oder ich sterbe wieder. Das mache ich auch ganz gern. So. So, und während ich durch die Luft fliege, müsste die Runde abgeschlossen sein. Ja, perfekt zu meiner Landung. Und ihr könnt die Karte nicht sehen, aber jetzt, genau. Jetzt könnt ihr sie sehen und ich glaube, das hat unser Team verkackt. Ja, wenn auch relativ knapp. Das Schöne ist auch ein bisschen, wenn ein bestimmter Teil des Gebietes nicht eingedeckt wurde. Wie macht das? Also... Die Prozentzahl richtet sich tatsächlich nach dem komplett eingedeckten Gebiet und nicht nach dem Anteil. Ich weiß nicht, das finde ich ist ein schönes Detail. Und jetzt habe ich den Schild gar nicht gezeigt. Egal, ich zeige jetzt mal den nächsten Blaster. Das ist jetzt natürlich nicht groß anders. Aber ich habe immerhin eine andere Sub-Weapon, nämlich einen kleinen Farbbeutel. Ich könnte jetzt übrigens im Ladescreen ein Spiel spielen, in dem ein Oktopus Plattform hinaufhüpft. Das kann ich euch auch nicht zeigen und es macht auch nicht viel Spaß, aber es geht während der Ladezeit. Das finde ich eigentlich ganz knorke. Gut. Und ja, Revierkämpfe hieß der Modus, genau. Revierkämpfe sind quasi das, was in anderen Spielen das Deathmatch ist. Muss man einfach so sagen. Was kann ich noch zu dem Spiel sagen?
Es ist ein relativ modebasiertes Spiel, also ausrüstungsbasiertes Spiel. Man kann sich frei einkleiden und alle Sachen haben dann irgendwelche speziellen Fähigkeiten. Die können wir hier natürlich in der Demo nicht ausprobieren. Hier geht es wirklich nur um die reinen Kämpfe. Auch den Singleplayer, auch der Singleplayer kriegt keine Demo, in dem man als Tintenfisch gegen Oktopus kämpft. Weil das sind die Feinde. Das sind die bösen, bösen Oktopus. Das ist... selbst für Nintendo-Verhältnisse strange, wo Klempner gegen mutierte Schildkröten kämpfen. Finde ich zumindest. Und alles sind irgendwelche Meereslebewesen. Zum Beispiel gibt es zwei Squid-Popstars, die auch teilweise in der Musik im Hintergrund zu hören sind, die sich... ist nämlich Gesang. Das ist anscheinend deren Sprache. Und die heißen im Original Kelly und Mary, was ich persönlich geil finde. Im Englischen heißen sie Kelly und Mary, im Deutschen heißen sie Aioli und Limon. Dadurch geht der Gag irgendwie weg. Egal. Ich würde jetzt eigentlich gerne weitermachen, aber irgendwie scheinen gerade nicht genug Leute zu spielen. Kann ich hier raus? Nee. Top. Also, ist jetzt natürlich ideal für das Video. Ich könnte das hier rausschneiden, aber erst danach. Ich muss hier trotzdem erstmal noch 120 Sekunden setzen. Wow. Und ich lasse mal wieder alles fallen. Zum Glück diesmal ohne Lärm. Das Spiel hat ein bisschen fragwürdige... so wie ich es mitgekriegt habe, freuen sich gerade viele Nintendo-Fans auf das Spiel und die Zeit wurde hochgesetzt. Aber es wurde gleichzeitig ein bisschen hinterfragt, dass man mit den Amiibos, diesen kleinen NFC-Figuren von Nintendo, Sachen freischalten kann, nämlich Waffen und Kleidung. Und die sind exklusiv, nur für diese Amiibos. Und jetzt ist die Frage, ob die natürlich besser, schlechter oder was auch immer sind, als die Sachen, die man so im Spiel kriegt. Weil wenn ja, wäre das ja irgendwie Pay to Win. Oder was heißt Pay to Win? Es würde einem die ganze Sache leichter machen, wenn man also mehr Geld dafür ausgibt. Ich hoffe persönlich, dass das einfach bloß andere Waffen und nicht bessere Waffen sind. Das würde das Ganze sehr viel angenehmer gestalten. Ey, was? Hänge ich jetzt gerade in der Endlosschleife fest, oder was? Ja, das ist ja schön. Kann ich? Nein. Ich kann nicht mal aus dem Ding raus. Wow. Das ist ja praktisch. Was mache ich denn jetzt? Ich warte noch mal ein bisschen. Ich werde das hier höchstwahrscheinlich schneiden, weil das ist lächerlich. Aber es ist geil, dass in einem Zeitfenster von einer Stunde, das man nur hat, so ein Fehler auftritt. Was heißt Fehler? Dass ich halt aus dieser Frage nicht rauskomme. Dass ich nicht, das nicht nochmal versuchen kann, um vielleicht in irgendeinem anderen Raum mitzulanden. Das wäre ja nur... Okay, vergesst es. Ich starte gleich.